So, unser Meeting wird aufgezeichnet, wunderbar. Und ich blende mal kurz unser Jingle ein. Ja. Und dann geht's los. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle, die hier live mit dabei sind. Einen wunderschönen Abend an alle, die sich das später nachher anschauen. Ganz besonders möchte ich begrüßen Herrn Dr. Michael Gleicht, der uns heute wieder als Referent zur Verfügung steht. Wir hatten schon das Vergnügen, einige technische Schwierigkeiten zu bewältigen. Das ist uns gelungen und somit steht hoffentlich einen interessanten und vergnüglichen Abend nichts mehr im Wege. Wir sind schon ganz entspannt, weil alles gut geht. Ja? Herr Michael Gleicht, Sie stellen heute Ihre zwei Unterrichtswerke Schön. vor und ich darf Sie um die Präsentation bitten. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen aus Freiburg im Breisgau. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, hier einen Beitrag beizusteuern zu diesem Projekt. Heute würde ich Ihnen gerne vorstellen, die beiden Unterrichtswerke mittendrin, Lernlandschaften Religion in Baden-Württemberg und auch weit darüber hinaus in den bundesdeutschen Ländern als Unterrichtswerk für den katholischen Religionsunterricht zugelassen. Und das Unterrichtswerk Vernünftig Glauben, auch das ist ein bundesweit ausgerichtetes Unterrichtswerk für die Kursstufe, also für die Oberstufe. Zunächst aber hier diese Präsentation zum Unterrichtswerk mittendrin. Ich habe Ihnen hier einige Cover zusammengestellt. Sie sehen, das sind drei Bände des Unterrichtswerkes, die es gibt, die jeweils für eine Doppeljahrgangsstufe der gymnasialen, respektive auch der gemeinschaftsschulischen oder realschulischen Sekundarstufe 1 ausgerichtet sind, also für die 5., 6., 7., 8. und 9., 10. Klasse. Es gibt einen Folienband, es gibt ein Lerntagebuch, das sogenannte Mittendrin-Portfolio, und es gibt natürlich auch die entsprechenden ergänzenden Materialien für Sie als Kolleginnen und Kollegen, damit Sie einen didaktischen Leitfaden an der Hand haben, mit dem Sie dann auch gut arbeiten können. Dieses Unterrichtswerk wird ergänzt, ich erlaube mir an dieser Stelle den Hinweis auch, durch eine neue Zeitschrift, die es gibt. Die haben wir RELLIS getauft, Religion, Lehren und Lernen in der Schule. Diese neue religionspädagogische Zeitschrift gibt es seit gut anderthalb Jahren. Da werde ich später noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Und eben das Oberstufenunterrichtswerk Vernünftig Glauben, dazu dann aber eben auch später. Mittendrin ist ein ambitionierter Titel. Das Cover dieses Buches bringt das auch ein bisschen zum Ausdruck. Wir haben lange überlegt, wie wir es denn nennen. Viele Titel dieser Art oder viele Titel, die uns gefallen hätten, waren schon belegt. Also wir haben uns entschieden für eine Landschaft, weil wir deutlich machen wollten, Schülerinnen und Schüler sind auf unterschiedlichen Lernwegen unterwegs. Wenn Sie sich erinnern, dieses Motiv, das ich beim letzten Mal gebracht habe, das der Lernlandschaft, das des Lernweges, das korrespondiert eben auch mit diesen Lernlandschaften. Die hier aufgeführten Kennzeichen, drei Bände, drei didaktische Kommentare, Folienmappe und Portfolio hatte ich ja gerade schon erwähnt. Wir haben uns bei der Konzeption dieses Buches sieben Bedingungen gestellt, die ich Ihnen jetzt im Einzelnen kurz benennen möchte. Wir haben gesagt, ein Unterrichtswerk, das auf der Höhe der Zeit ist, muss bei Schülerinnen und Schülern ansetzen. Wir können nicht mehr, wie es vielleicht früher in Lehrwerken der Fall war, primär von der fachlichen Orientierung kommen, sondern wir müssen wirklich schauen, wie Schülerinnen und Schüler gut lernen können. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir die Rolle der Lehrenden prüfen, dass wir uns also fragen, wie können Lehrerinnen und Lehrer in dieser neuen Form des Lernens für Schülerinnen und Schüler eine angemessene und ihnen auch entsprechende Rolle einnehmen. Mehr, weniger, will ich mal sagen, die
die tatsächlich dozieren und instruieren, als vielmehr diejenigen, die die Schülerinnen und Schüler bei ihren Lernprozessen begleiten. Natürlich spielt das eine mit dem anderen zusammen, aber die Frage nach der Rolle der Lehrenden, die bleibt auf jeden Fall gestellt. Kurz in Klammer, ich sehe gerade, dass die Webcam bei mir nicht so gut funktioniert. Wie, Herr Weber, sollen wir verfahren? Ich kann Sie leider nicht hören. Dann spreche ich einfach weiter. Das lag daran, dass ich... Ja, sprechen Sie einfach weiter. Ja. Okay, gut. Ein dritter Aspekt, den wir als Bedingung für unser Schulbuch Unterrichtswerk mittendrin aus identifiziert haben, ist der Aspekt der Didaktik der Aneignung. Also wir haben in den Mittelpunkt gestellt dieses Konzept der Mathetik. Schülerinnen und Schüler sind die Akteure des Lernens, die Subjekte des Lernens. Und es ist ihre Aufgabe und ihre Rolle, diesen Lernprozess bei sich und auch in sich zu aktivieren. Also ein Aneignungsprozess, ein aktiver Aneignungsprozess. Ein vierter Gesichtspunkt ist, dass wir ausgehen von einem erweiterten Lernbegriff, wie er von Klipper zum Beispiel in die Debatte eingeführt wurde, dass es eben nicht nur die kognitiven, sondern auch die methodischen, die personalen und die kommunikativen Kompetenzen gibt. Und in diesem Bereich wird auch in diesem Buch ganz klar ein Angebot für Schülerinnen und Schüler gemacht, diese Kompetenzen in diesem, auf der Basis dieses Bildungsbegriffes zu erwerben. Natürlich generell haben wir die Kompetenzerwartungen, die die unterschiedlichen Bildungspläne formulieren, im Blick genommen. Ursprünglich ausgehend von Baden-Württemberg, aber es gibt in Deutschland, was in Österreich meinethalb selbstverständlich ist, dennoch eine Konvergenz der unterschiedlichen Bildungspläne. Und das findet sich auch in mittendrin, sodass dieses Unterrichtswerk auch gut und gerne in anderen Bundesländern eingesetzt werden kann und mittlerweile auch in vielen anderen Bundesländern ja eben zugelassen ist. Wenn ich jetzt dazu oder daneben noch den Bildungsplan erwähne, dann bedeutet das, dass wir natürlich auch die Kerne, die inhaltlichen Kerne oder Kerncurricula mitbedenken. Das bedeutet, wir orientieren uns natürlich auch an den thematischen Vorgaben, die es gibt. Schülerinnen und Schüler brauchen immer ein Thema und werden immer auf der Basis von Themen arbeiten, selbstverständlich. Und entsprechend haben wir diese Orientierung in diesem Buch, in diesem Unterrichtswerk auch aufgenommen. Und last but not least, dieses Konzept des Unterrichtswerkes mittendrin hat natürlich auch den Aspekt der Evaluation im Blick. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler sollten oder werden, wenn sie mit dem Buch arbeiten, von Anfang an oder auch im Laufe des Prozesses immer wieder auch im Stile der Metakognition überlegen, wie lerne ich, und am Ende natürlich auch sich fragen, was habe ich gelernt und welche Lernerfolge habe ich gezeitigt. Nicht auf der Ebene primär der Leistungsmessung, das ist ein anderes Thema, sondern wirklich tatsächlich auf der Ebene der ausgehend von den Anforderungssituationen, der Frage, welche Kompetenzerwerb ist da. Also diese Dinge sind natürlich in einem wechselseitigen Verhältnis. Es ist nicht damit getan, dass man hier den Fokus auf das eine oder das andere legt. Insofern ist das auch dynamisch zu sehen. Wir haben das Ganze ausgewiesen an drei didaktischen Prinzipien. Ganz stark möchte ich noch einmal machen, die Orientierung an den Schülerinnen und Schülern. Also es ist eben kein Lehrwerk im konventionellen Sinn, sondern ein Lernbuch, ein Lernwerk für die Schülerinnen und Schüler. Die sind die Akteure des Lernens. Wir haben dem Buch zugrunde gelegt einen didaktischen Ansatz, den ich als weiten Korrelationsansatz verstehe im Sinne einer didaktischen Haltung. Nicht, dass eine einzelne unterrichtliche oder inhaltliche Formulierung oder ein inhaltlicher Aspekt jetzt unbedingt im Fokus einer korrelativen Zuspitzung steht, sondern dass die Gesamtausrichtung des Werkes eben davon ausgeht, dass Schülerinnen und Schüler
diejenigen sind, die mit ihrer Welt, mit ihrer Lebenswelt, mit der Welt des Glaubens bzw. des Christentums in Kontakt kommen und auf diese Weise eine Korrelation eingehen. Diesen Unterschied zu weiter zu entfalten, würde an dieser Stelle zu weit führen. Gleichwohl scheint mir das wichtig zu sein, zu sagen, dass eben auch hier ein korrelativer Ansatz grundgelegt ist. Und den Begriff haben wir modulare Exemplarität genannt, ein etwas gewolltes Wort vielleicht. Das dritte didaktische Prinzip meint, dass wir in diesem Werk selbstverständlich eine Auswahl treffen. Auch im Blick auf die curricularen Vorgaben. Das bedeutet, angesichts der Rahmenbedingungen, die zum Beispiel am Gymnasium in G8 gegeben sind, wir doch mehr darauf schauen müssen, dass Schülerinnen und Schüler exemplarisch lernen und dass wir wegkommen von einer Idee, wir könnten in irgendeiner Weise eine vollständige oder möglichst umfassende curriculare Bildung erreichen. Das ist in diesem Buch auf jeden Fall nicht beabsichtigt. Auch hier die wechselseitige Beziehung. Wir haben das auf der Basis der zentralen Kompetenzformulierung gemacht, die Ihnen vertraut sein werden. Die will ich jetzt nicht vertiefen. In den einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur in Deutschland sind sie so ausgewiesen oder auch in den von den Bischöfen verabschiedeten Papieren. Uns ist wichtig, die Wahrnehmungs- und Deutungsfähigkeit, die Urteilsfähigkeit, die Dialogfähigkeit und die Gestaltungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fokussieren. Und das wird mit diesem Buch sicherlich auch gut möglich sein. Wie ist das Buch aufgebaut? Wir haben, wie der Titel schon sagt, inmitten drin es mit Lernlandschaften zu tun. Lernlandschaften sind nun vielleicht so ganz salopp gesagt die früheren Kapitel. Das Buch hat also 12, 13, 14 Lernlandschaften, die jeweils eine Binnenstruktur haben. Jede Lernlandschaft beginnt mit einer Auftakt-Doppelseite, mit einigen Ausflügen und mit einer Evaluationsseite, die, wie gerade schon angeklungen, die Schülerinnen und Schüler anhält, das, was sie in diesen Ausflügen, in diesen unterschiedlichen Doppelseiten sich erarbeitet haben, anzuschauen und zu prüfen, inwiefern sie tatsächlich hier einen Lernfortschritt haben. Gleichzeitig haben wir die Orientierung an den Themenfeldern bzw. an den thematischen Vorgaben und wir haben die Orientierung an den Kompetenzen, sodass wir hier diesen etwas grafisch jetzt hier dargestellten Rahmen haben. Die Binnenstruktur hat eine zweite Ebene. Wir nennen die erste, die Eingangsdoppelseite, den sogenannten Reiseprospekt. Denken Sie wieder an das Bild der Reise durch eine Lernlandschaft. Wenn eine oder eine sich auf den Weg macht, eine Reise zu unternehmen, dann ist der Gang in ein Reisebüro oder eben auch online und man sucht sich die Dinge aus, man macht sich kundig. Das ist also das, was hier intendiert ist. Vielleicht auch im Sinne einer Anforderungssituation oder einer Zusammenstellung von Anforderungssituationen, Lernanlässe, die Schülerinnen und Schülern deutlich macht, was sie erwartet und in welcher Landschaft sie dann unterwegs sein werden. Die Souvenirseite ist die Evaluationsseite. Auch hier haben wir das Bild der Reise aufgenommen. Das, was auf der Reise erlebt wird, gewinnt ja manchmal Gestalt oder nimmt ja manchmal Gestalt in dem, was man so mitbringt nach Hause. Wer eine Reise tut, der kann etwas erzählen oder er bringt auch ein Andenken mit. Dann haben wir pro Lernlandschaft 1, 2, 3, 4, 5, 6, mal auch 7 Ausflüge, das sind die jeweiligen Doppelseiten und diese Ausflüge können von den Schülerinnen und Schülern in unterschiedlicher Weise gewählt und ausgewählt werden. Das heißt, nicht alle machen alles, nicht alle machen bei ihrer Auswahl auch die gleiche Reihenfolge. Es kann also gut sein, dass ein Schüler, eine Schülerin mit Ausflug 2 anfängt und ein anderer, eine andere mit 4 und dann auf die 1 geht oder auf 5. Das heißt also, es ist sehr modular aufgebaut. Gleichwohl bedient diese Exemplarität die Einheit einer durch die Kompetenzerwartung formulierten Grundstruktur. In allen Ausflügen werden die benannten Kompetenzen bedient. Also, wir haben pro
Lernlandschaft ungefähr 6 bis 8 Doppelseiten, die zweite Bindenstruktur. Ich zeige Ihnen nun aus dem Band 5.6 für die Jagdstufe 5.6, der Band 1, die Eingangsseite, also die Prospektseite zur Lernlandschaft Jesus kommt aus Nazareth. Sie sehen hier eine Karte von Palästina und darum herum 5 Personen. Und diese 5 Personen repräsentieren gewissermaßen die folgenden Lernlandschaften, die folgenden Ausflüge, die folgenden Doppelseiten. Also auf die nächsten 5 Doppelseiten, wenn die Schülerinnen und Schüler vorblättern werden, werden sie diese Personen wiederfinden. Und sie werden, das wird gleich noch deutlich werden, eine Resonanz finden auf das, was hier die Personen, die hier abgebildet sind, zum Beispiel der Hauptmann unten, die Nummer 3, oder ein Mann aus Kafarnaum oder ein Pharisäer oder eine Frau aus einem anderen Ort, die sagt etwas über diesen Jesus und dann gibt es eine Resonanz darauf, auf den jeweiligen Ausflügen. Das ist eine Klammer, die vom Reiseprospekt, also von der Anforderungssituation, auf diese Lernlandschaft, auf diesen Ausflug ausgreift. Die Souvenirseite ist ähnlich aufgebaut. Hier sehen Sie eine Karte von der Bundesrepublik Deutschland. Analog zu den Personen, die auf der Eingangsseite sind, sind hier die Personen noch einmal abgebildet und jetzt aber nicht die Situation in Palästina, also die Karte von Palästina, sondern eben der Aktualisierungsschritt auf die Situation in Deutschland. Das, was in der Lernlandschaft erarbeitet wurde, was in den Ausflügen erarbeitet wurde, kann nun hier auf dieser Seite anknüpfend bei den einzelnen Personen, ich blende sie gerade nochmal ein, die 4 oder 5 Personen, die da Thema waren, anknüpfend an ganz konkrete Situationen, Sie sehen die Fähnchen auf der Karte, von den Schülerinnen und Schülern aufgenommen und bearbeitet werden. Da können Sie zeigen, was Sie gelernt haben. Eine Ausflugsseite, in der hier also ein Mensch aus Nazareth steht oder erkennbar ist, der vormals in dieser Sprechblase auf der Eingangsseite gesagt hat, er ist von Sinnen, dieser Jesus, bekommt hier aus dem Off zu hören, nirgends hat ein Prophet so wenig Anerkennung wie in seiner Heimat. Das also ist die Klammer und Sie sehen, hier ist natürlich dieser Jesus nicht zu erkennen. Das bedeutet, wir haben uns ganz in Anlehnung an Tyson, im Schatten des Galiläas, natürlich dieser Idee folgend, das hier entsprechend dargestellt, dass Schülerinnen und Schüler merken, wir haben einen Zugang zu dem Jesus von Nazareth über die Personen, die mit ihm zusammen waren. Also immer vermittelt, immer schon ist er woanders, wenn wir meinen, da zu sein, wo wir ihn finden. Nazareth ist hier das Thema. Schülerinnen und Schüler haben in dieser Lernlandschaft, in der es eben um Jesus aus Nazareth geht, in erster Linie also eine materielle, eine geschichtliche Präsentation der Person Jesu. Es geht hier nicht um christologische Abhandlungen in der 5. und 6. Jahrgangsstufe.
sicherlich nicht so unmittelbar das Thema. Das kann man vielleicht dann und wann auch tun, aber primär haben wir uns gesagt, ist das hier eine kundliche Thematisierung. Der vierte Ausflug, auch hier wieder die Person erkennbar, die auf der Eingangsseite war mit einem Zitat und dann einer Antwort. Sie sehen zudem, dass wir in diesem Unterrichtswerk großformatige Bilder haben. Das war uns ein Anliegen, dass wir die Zahl der Abbildung reduzieren, dafür aber die Qualität steigern und auch deren Abbildungsgröße. Die Auswahl ist also sehr gewissenhaft vorgenommen und die Bilder haben niemals einen rein dekorativen Charakter. Natürlich sind sie auch dekorativ, aber sie sind immer didaktisch eingebunden. Es gibt also immer eine Arbeitsanregung, wie es generell zu jedem Medium, also zu jedem Text, zu jeder Grafik, zu jedem Medium also eine entsprechende Arbeitsanregung gibt. Diese Arbeitsanregungen sind nicht durchnummeriert, sondern sie haben eine Spitzmarke, also der erste Teil des Textes der Arbeitsanregung, die sind hier leicht orange unterlegt mit einem roten Punkt davor. Diese Arbeitsanregungen sind einfach da platziert, wo das Medium ist, mehr oder weniger, das muss nicht unbedingt so sein. Und auch innerhalb der Doppelseite, also innerhalb dieses Ausfluges, innerhalb der Lernlandschaft, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich zu entscheiden, welche Arbeitsanregungen sie bearbeiten und vor allem auch in welcher Tiefe und in welcher Reihenfolge. Wenn Sie im Einzelnen die Arbeitsanregungen, die Arbeitsaufträge anschauen werden, dann werden Sie sehen, das sind zum Teil sehr komplexe Arbeitsanregungen. Will sagen, es ist nicht damit getan, den Schülerinnen und Schülern einfach das Buch hinzulegen und zu sagen, jetzt macht mal, sondern es ist auch die Aufgabe der Lehrenden, die Arbeitsanregungen wirklich gut vorzubereiten. Ich denke, wenn Sie, muss nochmal zurück, da nehme ich gerade hier. Wenn Sie, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut lesen, ich habe das auch versäumt, das etwas zu vergrößern, wenn Sie die einzelnen Arbeitsregelungen sich dann mal im Detail anschauen werden, dann werden Sie das nachvollziehen. Schülerinnen und Schüler bekommen Aufgaben, die sehr vielschichtig sind, die auch Zusatzmaterial brauchen. Also da ist nicht einfach nur das Buch ausreichend, zwar auch, aber eben es braucht immer auch ergänzendes Material und dazu ist vor allem natürlich auch der Lehrerband gedacht. Ich möchte Sie noch hinweisen auf einen besonderen, ja, oder eine besondere Qualität, sage ich jetzt mal, unseres Unterrichtswerkes. Wir haben nämlich 7 spezifische Lerngänge ausgewiesen, beziehungsweise wir nennen sie auch spezifische Kompetenzen. Das war eine Vorgabe des Ministeriums, dass wir eine Art Methodencurriculum benennen, das auch für unser Fach spezifisch ist. Und auf der Frage, was es denn sein könne, also spezifische Methoden für den Religionsunterricht, haben wir uns die Frage gestellt, ja, das kann doch nicht einfach sein, dass wir das, was in anderen hermeneutischen Fächern, in Deutsch oder in Geschichte oder wie auch immer eingeübt wird, also Mindmapping etc., dass wir das einfach doppeln und wiederholen. Also Textarbeit oder so etwas. Deswegen haben wir gedacht, wir gucken wirklich nach dem, was für den Religionsunterricht spezifisch ist. Und wir haben uns dabei orientiert an den folgenden Punkten. Wir haben gewissermaßen eine Sehschule, eine Hörschule. Ja, wenn sich jemand unserer Zuhörer zuschalten möchte, dann habt ihr die Möglichkeit, rechts in der Symbolleiste dieses Max und das den Aufzeig Bereich der Gestaltung, also der Haptik. Und dann sehe ich, dass wir haben sie sich das zu Wort Darstellen, eine Körperschule, eine Körperwahrnehmung und natürlich freigeben. Den Bereich der sozialen Kompetenz. Beziehungsweise ich sehe gerade, es sind so wenige Leute, ich werde einfach alle zu Moderatoren machen.
Dann Mir persönlich ist ist auch jeden wichtig, dass möglich wir zu diesen reden. Aspekt Meine Bitte wäre der nur, dass der und spirituellen diejenige, die gerade nicht dran ist, ihr Dimension mit Mikrofon dann auch aufgenommen stumm haben. schaltet, Natürlich ist indem das man auf das keine Methodik. Mikrofonsymbol klickt. Also das ist mir an dieser Stelle schon auch wichtig, das So, hervorzuheben. ich Es geht hier mache jetzt nicht mal weiter darum, zur dass man jetzt das Moderatorin. Beten gewissermaßen methodisch aufbereitet. Ja, Allerdings eine ist Frage im Gesamt kam vom dieser Joachim, der hat sinnenspezifischen gefragt, ist Lerngänge schon Korrelation auch gemeint im davon Sinne von die Rede, Tillich? dass es um eine Art ästhetische Grundbildung geht. Also im Sinne des ursprünglichen Wortes Aesthesis, das also wirklich eine Wahrnehmung ist für das, was ist, für die Wirklichkeit, die ist und die auch hinter den Dingen ist. Und in diesem Sinne natürlich auch eine Befähigung, ja, kompetent zu sein, zu sehen, zu hören, zu sprechen, zu beten, zu begegnen, darstellen, gestalten, über die Wirklichkeit Gottes oder zur Wirklichkeit Gottes. Also in diesem Sinne eine Methodologie, spezifische Lerngänge, spezifische Kompetenzen. Diese Lerngänge finden auf den jeweiligen Doppelseiten, in den jeweiligen Ausflügen bzw. im Rahmen einer Lernlandschaft dann ihren Niederschlag in solchen ja, Methodenkarten. Hier zum Beispiel die Methodenkarte Standbild. Und wenn Sie das mal durchbuchstabieren, wir haben also sieben Lerngänge und wir haben drei Bücher. Im Unterrichtswerk gibt es insgesamt drei Bücher für die drei Doppeljahrgänge. Das heißt, wir haben also 21 verschiedene Methoden in diesem weiten Sinn, die im Laufe der Jahrgangsstufen 5 bis 10 in der Sekundarstufe 1 systematisch bearbeitet, vertieft, wiederholt und erlernt werden können. Und auf diese Weise, denke ich, methodische Vielleicht kann ich da Grundlegung in diesem nochmal gerade kurz einhaken, beschriebenen und Sinn, zwar im Sinne einer insofern ästhetischen für mich Grundbildung. die Frage dann sich natürlich stellt, wie ist das eigentlich dann mit der Mittendrin, ich komme zum Lebens der Schluss, Schüler, die ist ja dann ein Unterrichtswerk, deutlich das in den Blick kommen ja muss, weil ja von da einlädt, aus auch die Schülerinnen und Fragen Schüler entstehen, freizugeben, sich in doch Lernlandschaften im zu Blick auf die vierte, bewegen. sechste Klasse. Also Es die ist hatten wir ja deswegen so an und für sich fokussiert auf das vertraut, Lernen der nur Schülerinnen und das Schüler. Neue bei Es dem ist ein kompetenzorientierten korrelatives und Lernen, es ist insbesondere ein eben in einer exemplarisches Lernen und es ist ein kompetenzorientiertes Lernen. korrelativen Ansatz wäre für mich natürlich jetzt die Frage, wie Soweit wird denn bis die dahin. Lebens- und Fragenstellen Jetzt wäre der Schüler eine hier Zeit für berücksichtigt, eine weil ja erste Runde eigentlich der Rückfragen. das zumindest das Medium jetzt erstmal das nicht in den Vordergrund stellt, so wie ich es wahrgenommen habe. Ist meine Frage so verstanden worden? Also Korrelation ist natürlich, also ich beziehe mich gerne auf Karl Rahner, ja, also Karl Rahner ist für mich als Katholikin der Gewährsmann von der theologischen Perspektive, als derjenige, der von seiner ja eben Theologie her ganz elementar ausgewiesen hat, die anthropologische Wende, die in der katholischen Theologie mit ihm oder durch ihn auch verstärkt wurde, dass christlicher Glaube und das Leben in dieser Welt nur dann wirklich miteinander ins Gespräch kommen, wenn, wie er das sagt, Gott in Welt wahrgenommen wird oder gedeutet wird. Mit anderen Worten, es kann schlechterdings keinen Ort geben, wie auch keine Situation, wie auch keinen Menschen, wie auch kein Thema, das nicht in irgendeiner Weise relevant oder bedeutungsvoll ist für
die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. In diesem Sinne würde ich das gerne verstehen. Also jetzt nicht so auf die einzelnen Schulen oder Theologien ausgerichtet, sondern von dieser Grundbotschaft des Karl Rahner oder wie er sie formuliert hat. Gut, danke, das scheint geklärt. Möchte sich noch jemand zu Wort melden? Ja, Jörg, ich sehe, du zeigst auf, bitte. Ja, jetzt habe ich die Funktion des Männchens entdeckt, wie man aufzeigt, genau. Ich habe mir die Kapitel angeschaut, da sind ja auch im PDF-Möglichkeiten, bei Mitgliedern ja, beim das Verlag geschieht natürlich ein bisschen reinzuschauen und die sind ja, ja auch ja, immer ich noch. Ich denke, ich habe Sie verstanden, also akustisch auf jeden Fall und inhaltlich, ich würde versuchen, Sie der Reise zu adaptieren, aufzunehmen. Immer also ich sehe den Ansatzpunkt in erster Linie darin, dass über die Aufgabenstellung die Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden, insofern als dass sie in diese persönliche Auseinandersetzung, ja, vielleicht auch in gewisser Weise, dass sie da herausgefordert werden. Die Korrelation kann nicht auf einer so schlichten Ebene sein. Ich nenne, also das berühmte Beispiel ist für mich immer im Sinne einer, sagen wir mal, etwas plumpen bibeldidaktischen Korrelations, eines plumpen bibeldidaktischen Korrelationsversuchs. Du bist sicher schon mal, also man sagt Schülerinnen und Schülern, du bist sicherlich schon auch schon mal umgezogen und so wie du von A nach B umgezogen bist, von Erfurt nach Dresden oder von Berlin nach Hamburg, so ist auch Abraham von Ur in Chaldea nach Beersheba in Palästina gezogen. Nur um jetzt hier da etwas mit der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler vermeintlich in Kontakt zu bringen, das kann es natürlich nicht sein. Sondern mir scheint, wenn die Schülerinnen und Schüler durch die Anforderungssituation, die auf der Prospektseite ausgewiesen sind. Da sind verschiedene Personen, die äußern sich. Da sind verschiedene Aspekte, die gehen mich an. Dann werden sie auf den jeweiligen Binnenseiten Uli, hatte noch eine Frage? Bitte. Aufgaben finden, die genau daran anknüpfen. Und darin sehe ich den korrelativen Ansatz. Ja, natürlich auch eingebettet ich bin in einmal sehr froh, dass wir einmal auch von der wir hatten ja beim letzten Mal eine ähnliche Debatte, zumindest in meiner Wahrnehmung, und auch die dass was die Konfessionalität betrifft, Religion, die da das scheint mir auch sehr gut. Weniger ein fragen, Erkennungsmerkmal an einzelnen Punkten zu sein, sondern zum Beispiel am Gesamtstil oder an der Atmosphäre und am Gesamtsetting vielleicht. Und in diesem Sinne möchte ich das gerne stark machen. Also nicht, dass das jetzt an dem und dem Inhalt oder an dem und dem Punkt oder an der und der Frage sich ausstellt, sondern am Gesamtansatz. Ja. Du als Schüler bist hier ernst genommen insofern, als dass du tatsächlich etwas tun kannst. Du kannst etwas gestalten, du kannst dich damit auseinandersetzen und bist nicht das Objekt meiner Belehrung.
Was Sie jetzt zitieren, das sind die Hinweise, die im Lehrerkommentar oder im didaktischen Kommentar ausgewiesen sind. Für die Kolleginnen und Kollegen haben wir diese Dreierstruktur benannt, dass wir Ihnen deutlich gemacht haben, also wir haben es einfach als notwendig erachtet, die Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle mitzunehmen. Eine sehr gute Einführung in das, wo die jeweilige Thematik oder wo der jeweilige Fokus oder an welcher Kompetenz die jeweilige der jeweilige Ausflug ansetzt oder die Aufgabenstellung, also wo setzt das an, eine Erschließung des Kontextes gewissermaßen und die Umsetzung ist dann die Frage, wie ist das jetzt ganz konkret mit den Aufgabenstellungen, die da sind, was habe ich als Lehrer, als Lehrerin zu tun, welche weiterführenden Möglichkeiten es gibt, ist dann der dritte Punkt, also weiterführen, welche Lernoptionen gibt es neben dem, was das Schulbuch bietet. Danke. War sehr interessant, ja. Gut, Olaf fragt, Christian fragt im Chat. Ich bin der Auffassung, dass ein Buch nicht die fachdidaktischen Überlegungen der Lehrperson ersetzen kann. Die Gefahr sehe ich durchaus gegeben, wenn so vieles vorgegeben wird. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Gibt es noch eine Frage? Ja, Jörg meldet sich nochmal zu Wort, bitte.
Ja, wir sind ja hier in einem Medium mit Videokommunikation und Internetvernetzung und erproben neue Lernszenarien. Das wäre so meine Frage jetzt der Weiterführung von Kompetenzorientierung im Digitalen, ne? Also hier sowohl was das eine methodisch angeht, also in den Büchern werden Vorschläge gemacht, eben Collagen zu erstellen, Plakate zu machen, Texte zu lesen, Bilder zu betrachten. Also was hier im Internet vielleicht schon wahrnehmbare Methoden wären, die in einem kompetenzorientierten Unterricht auch zum Zuge kommen könnten. Und das wäre die eine Frage. Und die andere wäre perspektivisch gedacht. Ein Unterricht, der jetzt kompetenzorientiert an den Schülerinnen und Schülern und deren Perspektive ansetzt und auch deren Anforderungssituationen aufnimmt, inwiefern müsste der auch nochmal die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, die ja auch mit ihren Smartphones in der Tasche und mit der Herausforderung, ihre Identität in sozialen Netzwerken zu bilden und so weiter, das auch in Lernszenarien aufnehmen und umsetzen. Und was sind dann auch die Medien dafür? Kann das noch ein Buch sein in der Zukunft? Okay, dann würde ich fast vorschlagen, mit dem Blick auf die Zeit, dass wir einen Schritt weitergehen. Noch eine kurze Bitte, ich habe sie schon im Chat gepostet. Bitte nicht an den Folien rumklicken, nachdem ich jetzt alle hochgestuft habe, führt das sonst zu einem Hin- und Hergeklicke, das die Zuseher dann in der Aufnahme sehen. Wir hatten das auch schon mal kurz bei dem ersten Foliensatz, deswegen habe ich ihn ausgeblendet. Ja, Manfred, hallo, du bist sogar mit Bild zu uns gekommen. Hast du noch eine Frage? Aber der Ton fehlt uns noch. Vielleicht einfach nur das Mikrofonsymbol klicken. Ja, er schreibt jetzt in dem Ja. Chat. Okay. Manfred, sei uns nicht böse, wir machen inzwischen weiter und versuchen deine Frage dann hinten noch anzuhängen. Okay? Wer kann es nicht okay sagen? Wir entscheiden das jetzt so.
Bitte, Herr Michalke, leicht machen Sie weiter.
Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mal die Fragen, die im Chat vorgekommen sind, anschließen. Die Frage zum letzten Beitrag war noch der Verweis von Manfred, dass Lehrerhandbücher auch sehr gut sind, weil man dann genug Material hat, um kompetenzorientiert unterrichten zu können. Und das gibt dann die Freiheit, auch einen Schritt zurückzugehen und andere Materialien zu verwenden. Also ein Verweis auf die Nützlichkeit von Lehrerhandbüchern. Dann haben wir noch eine Diskussion hat sich entsponnen rund um den Gedanken von Christian, ob es so etwas gibt wie eine spiralförmige Anordnung eines Curriculums für den Religionsunterricht, damit die Zusammenhänge zwischen den einzelnen thematischen Schwerpunkten deutlicher werden. Ob es so etwas schon gibt, einerseits. Dann hat Manfred gesagt, ja, Hubertus Halbfass hatte sowas schon mal. Und Christian hat dann gemeint, es wäre dann anregend, das allerdings mit diesen Kompetenzen dann noch zu versuchen, mit diesen 5 grundlegenden angestrebten Kompetenzen. Ob das möglich wäre, die Kompetenzen mit Inhalten zu verbinden in einer spiralförmigen Form. Ja, gibt es noch Fragen? Wir sind schon ein paar Minuten über der Stunde drüber, aber ich denke, ein akademisches Viertel können wir uns schon erlauben. Das sind wir ja gewohnt irgendwie. Also wenn es noch Teilnehmerinnen oder Teilgeberinnen und Teilgeber Fragen gäbe, könnten wir noch kurz darauf eingehen. Gut, dann lassen wir es einfach so stehen. Ja. Ah ja, eine Frage kommt jetzt doch noch.
Christian sagt, ich denke nur, dass die Lehrpersonen im Hintergrund vor Augen haben müssen, wie sollen sie sonst Kompetenzen gewährleisten können? Also ich nehme an, er spielt auf diese Spiralität an, also welche Themen möchte ich letztlich durchziehen? Gut, ja, vielen Dank. Der Jörg hat so treffend formuliert, das ist ja ein wunderschöner Abschlusssatz. Ja. Vielen Dank, das war großartig. Praxisbezogen, differenziert in der Theorie und punktgenau in der Differenzierung. Dem gibt es fast nichts hinzuzufügen. Herr Dr. Michalke Leicht, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass Sie sich so eingebracht haben in unseren Open Rally-Kurs mit zwei Abenden, die Sie sich Zeit genommen haben. Danke für die wirklich gut vorbereiteten Präsentationen. Ja, ich möchte einfach nur herzlichen Dank sagen im Namen aller unserer Teilnehmer und sende also von uns allen aus dem ganzen virtuellen deutschsprachigen Raum herzliche Grüße nach Freiburg. Genau, und die Vortragsfolien werden demnächst auch als Datei, als PDF-Datei zur Verfügung stehen. Auf unserer Website und auf der Website. Danke auch zu Ihnen und allen, die dabei waren. Ich spiele zum Abschluss noch unser Jingle. Und